Ich glaube, der war nicht drauf. Wo sind wir gerade reingestolpert? Ey, wir sind hier direkt in den Nilweiter zwischen Litauen und Slowenien reingestolpert. Was ist hier los? Yes, Leute, das hier ist der erste Vlog zu Eurobasket 2022, die Erfahrung der ersten drei Spieltage in Köln. Es ist eine unglaubliche Vorrunde bisher. Das deutsche Team hatte drei Spiele, dreimal gewonnen. Bei zwei dieser Spiele saß ich mit Siebes und Aurelia Kortzeit. Das heißt, ihr bekommt unglaubliches Videomaterial heute zu sehen und insgesamt einfach hoffentlich einen Einblick, wie geil gerade diese Eurobasket in Köln abläuft, also die Vorrunde, und wie gut gerade die deutsche Mannschaft spielt. Und ich will euch einfach einmal mitnehmen. Der erste Spieltag fing für uns gleich wirklich mit einem heftigen Game an. Slowenien gegen Litauen, absolut spannend bis zur letzten Sekunde. Und diese litauische Fankulisse, sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Aber dazu später mehr. Denn erstmal wurde ja das Nationalmannschaftstrikot von Dirk Nowitzki mit der Nummer 14 retired. Und obwohl wir die ersten paar Minuten der Zeremonie verpasst haben, waren wir dann natürlich doch noch da für den alles entscheidenden Moment. Also das war wirklich ein sehr emotionaler Moment. Das hat man in der ganzen Halle gespürt, dass die Leute wissen, dass hier gerade was Geschichtsträchtiges passiert. Und dann ging es halt Schlag auf Schlag weiter mit den Spielervorstellungen. Mit den Nationalhymnen, die einen auch irgendwie nochmal bei so einem Event ganz anders abgeholt haben. Und dann gingen wir in das erste Spiel gegen Frankreich. Und die positive Überraschung war, dass obwohl Dennis als auch Franz Wagner beide nicht so ein gutes Spiel hatten, wir trotzdem gewonnen haben und die Mannschaft einfach von so vielen Pieces auf dem Feld die Punkte und die Defense bekommen hat, so dass es dann zu einem eindrucksvollen ersten Sieg gegen Frankreich gereicht hat. Wir durften dann sogar nach dem Spiel einmal runter ans Feld, wo ich mich kurzzeitig hingesetzt habe, ohne zu wissen, dass das in den nächsten paar Tagen möglich wäre. Und da ist dieses coole Video entstanden, was dann für die kommenden zwei Spieltage sogar ein bisschen zukunftsvorhersagend war. Stellt euch mal vor, ihr sitzt einfach hier bei der Eurobasket. Das wäre so krass. Am nächsten Spieltag durfte ich dann ein paar Stunden früher in die Halle und einmal so ein bisschen durch die Katakomben schauen, war im Presseraum, also dort, wo immer die PKs stattfinden, war dann wieder auch am Feld und dort gab es eine coole Situation. Okay, Leute, jetzt ist gerade was Krasses passiert, und zwar durften wir vor dem Deutschlandspiel jetzt schon auf den Court und gerade trainiert Slowenien. Also die Slowenen machen hier ihr Classic von der Mittellinie Shootout. Luca. Luca hat richtig Spaß hier, der nimmt nur Shots von der Mittellinie die ganze Zeit und splasht sie, holy shit. Two in a row? Okay, let's see if we can get two in a row. Ah, nein. Also hier vielleicht auch mal spannend für euch, behind the scenes. Hier scheint gerade irgendwas nicht mit dem Korb zu stimmen und jetzt sitzen die hier wirklich mit einer Wasserwaage und unter anderem auch mit so einem Maßstab und versuchen einfach wirklich exakt die 3,5 Meter hinzukriegen und natürlich auch, dass der Korb zu 100% gerade ist. Und das wird, wie gesagt, mit dieser Wasserwaage gecheckt, die sie jetzt da oben vergessen. Wäre witzig, wenn sie die da einfach lassen, auch für das Spiel. Ey, und dann war es wirklich soweit. Wir saßen kurzzeit beim Spiel Deutschland gegen Bosnien. Eine der krassesten Basketballerfahrungen meines Lebens wurde nur noch getoppt vom folgenden Spieltag, dann beim Game gegen Litauen. Zu den Bildern kommen wir gleich. Aber erstmal will ich einen Shoutout raushauen an die Bosnier, die extrem gekämpft haben gegen das deutsche Team. Nurkic, ein absolutes Monster. Ich habe noch nie einen Typen von der Größe und der Masse live gesehen. Ich kann verstehen, warum Damian Lillard ihn so lieb, weil solange Nurkic im Team ist, wird niemand es jemals wagen, Damian Lillard anzufassen. Ein großes Shoutout muss ich auch geben an Canan Musa, der überragend gespielt hat, und hätte Bosnien gewonnen, dann wäre es zu großen Teilen auch sein Verdienst gewesen. Aber der junge Mann, der in diesem Game endlich für uns aufgewacht ist, war in der zweiten Halbzeit Franz Wagner, der mit diesem Monsterblock gegen Yusuf Nurkic den Ton für die zweite Halbzeit gesetzt hat und damit auch für den Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Okay.
Okay, Freunde, und bevor wir jetzt in den dritten und finalen Tag gehen und meiner Meinung nach dem krassesten Basketballerlebnis meines Lebens bisher, haben wir noch eine kleine Message von unserem Sponsor heute, nämlich Rhino Shield. Ich arbeite schon sehr lange zusammen mit Rhino Shield, weil mir zum einen die Designs extrem gut gefallen und natürlich auch die Qualität. Und ihr seht's hier, es sind schon wieder neue Designs reingekommen. Dieses Rip-Design hier hatte ich früher bei den Bucks, das haben wir hier unten beispielsweise. Jetzt mittlerweile diese neuen hier von Phoenix finde ich fresh, deswegen habe ich es mir für Milwaukee geholt. Hier haben wir das alte Spurs und das alte New Jersey Nets Logo. Also mir gefällt es extrem gut. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr Halt braucht für euer Handy, beispielsweise beim Filmen oder auch beim Aufstellen, um was zu gucken, könnt ihr euch hier so ein Grip einfach dazu bestellen. Die sind aus recyceltem Material und sie sind komplett individualisierbar. Also auch mit jedem Design kompatibel. Am besten benutzt man den Grip beispielsweise, wenn man gerade was kocht oder wenn man beim Workout doch mal auf sein Handy gucken möchte und es ständig umfällt. Dann kann man den Grip perfekt anbringen. Natürlich gibt es hier für die Community einen eigenen Rabattcode KobeBjörn10. Damit spart ihr 10% bei eurem Einkauf bei Rhino Shield. Ey, und ganz ehrlich, diese Hüllen sind einfach sick, Mann. Also schlagt gerne zu, holt euch euer Lieblingsteam, holt euch den dazu passenden Grip. Link ist natürlich in der Beschreibung, genauso wie der Rabattcode. Findet ihr alles dort. Und jetzt, Leute, lasst uns in den dritten und finalen Tag gehen. So, Leute, heute mal ein bisschen eine andere Perspektive. Wie damals in Milwaukee gehen wir heute mal komplett nach oben. Aurelia ist mit dabei und wir schauen mal, wie weit das Ganze noch geht. Es ist echt hoch und ich bin sehr, sehr gespannt auf die Sicht dann auf die komplette Langsys Arena von oben. Okay, also das hier ist gerade der Blick von hier oben, which is crazy, weil gerade auch scheinbar das Licht getestet wird. Und jetzt ist hier gerade alles dunkel. Boah, ist das sick. So, also natürlich gehe ich mit euch ganz, 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 ganz nach oben. Alter. Okay, jetzt haben wir gleich die Sicht. Ich weiß nicht, was hier für ein Monster drunter ist. Auf jeden Fall haben wir hier die Sicht aus der allerobersten Reihe in der Langsys Arena. Das ist schon ein brutales Feeling hier oben, Leute. Also ich saß ja immer so bei den NBA Finals und da kann ich aus Erfahrung sprechen, dass du die Stimmung trotzdem voll mitbekommst. Die Spieler werden zugegebenermaßen immer etwas kleiner, je höher du hochkommst, aber die Stimmung ist trotzdem nice und gerade hier bisher bei der Eurobasket, also was wir hier stimmungsmäßig erlebt haben, ist echt krass. Ey, und ganz ehrlich, ich hatte mich ja schon darauf eingestellt, dass das ein intensives Spiel wird. Aber was war das für eine Stimmung? Was war das für eine Atmosphäre bei diesem Spiel Deutschland gegen Litauen? Und wenn man sich den Basketball anguckt, vor allem was die deutsche Nationalmannschaft da gespielt hat, das war absolut überragend. Egal, ob das mal Odolo mit seinen zwei eiskalten Dreiern war. Oder doch Franz Wagner, der das ganze Spiel von Anfang bis Ende immer wieder attackiert hat, immer wieder Monsteraktionen hatte und diese ganze Halle in einem Double-Overtime-Thriller so für sich gewonnen hat, dass er danach sogar noch zum Player of the Match gewählt wurde. Es war auf jeden Fall das krasseste Basketballspiel, bei dem ich jemals gewesen bin. Das war's jetzt mit diesem Vlog. Wenn ihr tagesaktuell bei der Eurobasket dabei sein wollt, dann checkt auf jeden Fall meine Instagram-Seite. Da packe ich eine Menge in die Stories. Denkt daran, das nächste Spiel der deutschen Nationalmannschaft wird gegen Slowenien sein. Das bedeutet gegen Luka Doncic. Es wird hoffentlich mindestens genauso geil wie das Spiel gegen Litauen. Ich bin jetzt erstmal raus, mache mich langsam schon wieder auf den Weg nach Köln. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben und checkt auf jeden Fall auch nochmal die Hüllen von Rhino Shield. Link dazu ist unten in der Beschreibung, inklusive Rabattcode. Ich bin jetzt raus, Leute. Haut rein. Peace. Boah, ich muss sagen, hier oben hat man so richtig Zeit, mal nachzudenken. Das klingt jetzt übelst Klischee, aber ihr seht vielleicht da hinten auch Aurelia sitzen. Und wir sind zusammen hier hochgekommen, aber seitdem sind wir eigentlich so ein bisschen beide für uns geblieben und soaken das hier einfach in. Also wir nehmen das hier einfach auf. Das ist so ein krasses Feeling hier oben, Mann, wirklich. Und
Ja, das gibt mir vielleicht auch ganz kurz Zeit, einmal in Worte zu fassen oder versuchen, in Worte zu fassen, was für ein unglaublich krasser Trip das hier gerade für mich ist, diese gesamte Eurobasket begleiten zu dürfen für die deutsche Nationalmannschaft, mit dabei zu sein bei den Spielen, alles zu erleben, die Ups und Downs. Man bekommt es halt so hautnah mit dann bei den Spielern auch, wenn man mal ein gutes Spiel hat, wenn man mal ein schlechtes Spiel hat, wie man sich wieder zurückkämpft ins Spiel. Das ist schon echt beeindruckend. Und dann, ja, einfach hier zu sein, das macht gerade was mit einem. Also ich werde low-key gerade ein bisschen emotional und sage an der Stelle einfach mal vielen, vielen Dank, dass ihr mittlerweile solche Dinge wirklich für mich ermöglicht und dass ich dadurch die Chance bekomme, sowas hier zu erleben und euch hoffentlich gebührend mitzunehmen und so viel mitzunehmen, dass ihr den Einblick bekommt und dass ihr auch wirklich ein Feeling habt, wie es hier vor Ort aussieht.